Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute zusammen mit Dietrich Wersig, dem Spitzenkandidaten, und mit Markus Weinberg, dem Landesvorsitzenden im Bundesvorstand und im Präsidium, das Wahlergebnis analysiert. Wir sind alle der Meinung, dass es ein bitteres Wahlergebnis ist, trotz eines sehr engagiert und auch gemeinsam geführten Wahlkampfes in Hamburg. Und ich möchte trotz des bitteren Ergebnisses den Wählerinnen und Wählern, die der CDU auch in Hamburg die Stimme gegeben haben, erst einmal danken und möchte auch Dietrich Wersig ganz herzlich danken für seinen Einsatz als Spitzenkandidat. Wir haben an vielen Stellen gesehen, gerade auch im Fernsehduell, dass er sich mit großem Einsatz für die Belange von Hamburg auch eingesetzt hat. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis ernüchternd und deshalb ein Ergebnis, über das wir natürlich heute auch gesprochen haben. Ich glaube, dass wir als erstes Respekt und auch eine Gratulation an Olaf Scholz sagen, der wiedergewählt ist, allerdings auch die absolute Mehrheit verloren hat, aber deutlicher Wahlgewinner ist. Und unsere Analyse des Wahlergebnisses setzt auch da an, denn ich glaube, es war in diesem Wahlkampf spürbar, dass die Machtoptionen für die CDU sehr eingeschränkt von den Bürgerinnen und Bürgern nur gesehen wurden, was auch dazu geführt hat, dass sicherlich manch einer, der im Grundsatz noch CDU gewählt hätte, diesmal seine Stimme nicht der CDU gegeben hat. Es hat damit zu tun, dass wir heute auch hohe Volatilitäten bei den Wählerinnen und Wählern haben. Das Stammwählerpublikum ist ein kleines, oder die Stammwählerschar ist eine überschaubare, längst nicht mehr so breit, wie das in früheren Jahren war. Und die Menschen entscheiden von Wahl zu Wahl sehr stark, was dient und was nützt einer Machtoption, die ich für meine Stadt für richtig halte. Und so ist es der Fall, dass viele eben auch durchaus gesagt haben, dass Olaf Scholz diese Wahl gewinnen wird, dass Rot-Grün vielleicht von manch einem aus dem bürgerlichen oder Mittellager auch nicht als die beste Machtoption angesehen wurde und man deshalb noch mal versucht hat, auch durchaus den Spitzenkandidaten der SPD zu unterstützen. Wir haben eine sehr hohe Zustimmung auch zu dem Senat der Hansestadt Hamburg gesehen, eine gute wirtschaftliche Lage insgesamt, sodass die Wechselstimmung nicht so ausgeprägt war, wie wir uns das natürlich ansonsten gewünscht hätten. Wir haben heute sehr umfassend das Wahlergebnis noch mal dahingehend diskutiert, ob die Stadt-Land-Problematik, die ja öffentlich auch sehr viel diskutiert wird, etwas ist, wo die CDU stärker darüber nachdenken sollte. Wenn wir uns aber mal die Geschichte von Hamburg anschauen, dann sieht man ja, dass gerade auch mit Ole von Beuys die CDU in Hamburg sehr erfolgreich war. Wir haben gesehen, dass die CDU bei der Bundestagswahl nahezu gleich auf war mit der SPD mit über 30%, was die Volatilität des Wahlverhaltens noch mal auch wieder unterstreicht und dass diesmal angesichts der eben nicht vorhandenen Machtoptionen wieder ein anderes Wahlverhalten zu sehen war. Und übereinstimmend im Bundesvorstand, soweit die Teilnehmer sich geäußert haben, war das Ergebnis, wir sollten nicht eine Stadt- und eine Landprogrammatik haben, sondern die CDU-Programmatik insgesamt muss eine in sich stimmige sein. Und das, glaube ich, ist auch die richtige Antwort. Ich teile die auf jeden Fall. Ich wünsche mir, und auch das ist in der Diskussion des Bundesvorstandes herausgekommen, dass die CDU Hamburg jetzt den eingeschlagenen Weg, auch gemeinsam zu agieren, fortsetzt, dass Markus Weinberg, Dietrich Wersig weiter die CDU motivieren können, nach diesem natürlich schwierigen Erlebnis gestern, den Weg eines Aufbaus, auch einer Strukturierung der CDU weiterzugehen. Und ich glaube, wir erleben mit dieser Wahl, dass es ein längerer Weg ist, als man sich das vielleicht vorgestellt hat. Aber ich glaube, dass die CDU Hamburg, gerade auch weil sie relativ geeint in diesen Wahlkampf gegangen ist, auf diesem guten Weg weitergehen sollte und den langen Atem aufbringen sollte, um auch wieder eine kraftvolle Opposition jetzt in den nächsten Jahren sein zu können. Vielen Dank, Frau Kanzlerin. Zunächst einmal bedanke ich mich ganz herzlich für den großen Zuspruch, den ich heute im Präsidium und im Bundesvorstand der Partei bekommen habe, für den Rückhalt für unsere schwierige Arbeit in Hamburg. Wir sind natürlich sehr enttäuscht über dieses Wahlergebnis. Wir haben einen Wahlkampf geführt, der viel Respekt eingebracht hat, aber leider sehr wenig Stimmen.
und eine ja fast beispiellose Demobilisierung leider der eigenen Anhänger mit sich gebracht hat. Die Kanzlerin hat darauf hingewiesen, dass wir in Hamburg überhaupt keine Wechselstimmung nach der ersten Legislatur unter Olaf Scholz hatten, dass Olaf Scholz selber ja sogar so konservativ aufgetreten ist, dass er bis tief hinein in unsere eigenen Anhänger es geschafft hat, zu verbreiten, dass eine Alleinregierung von Scholz immer noch das kleinere Übel als Rot-Grün wäre. Das hat zu einer sehr starken Demobilisierung bei unseren Wählern geführt, zusammen mit der mangelnden Gestaltungsoption und dem Wunsch einiger Wähler, die FDP zu retten, hat das im Endergebnis zu einer der historisch niedrigsten Wahlbeteiligungen geführt, dass unsere Wähler nicht hingegangen sind. Für die Zukunft bleibt aber festzustellen, die Geschichte der SPD-Alleinregierung in Hamburg ist zu Ende mit dem gestrigen Tag. Olaf Scholz braucht einen Koalitionspartner. Die Zeichen stehen auf Rot-Grün und damit ändert sich auch das politische Klima in Hamburg wieder grundsätzlich. Wir als Union sind auch aus dieser Wahl als stärkste Oppositionskraft herausgegangen. Wir werden diese Oppositionsrolle in Verantwortung für die Stadt wahrnehmen. Und wir haben uns vorgenommen, dieses gemeinsam zu tun, gemeinsam diese Herausforderung zu bewältigen im Hamburger Landesverband. Und vor dem Hintergrund auch nochmal ganz herzlichen Dank für den Rückhalt und für die Unterstützung in dieser für uns schwierigen Stunde. Wir werden nicht aufstecken, sondern wir werden in Verantwortung für unsere Stadt als Opposition in den kommenden 5 Jahren handeln. Die erste Frage von Frau Dunz in der zweiten Reihe. Ja, eine Frage an beide. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben ja gesagt, Sie wollen keine Stadt-Land-Programmatik, sondern eine insgesamte Programmatik. Nun hat die CDU ja besondere Schwächen in den Großstädten und es war ja auch extra noch mal ein Strategiepapier dazu beschlossen worden. Welche Lehren, auch an Sie, Herr Wersig, könnten Sie aus diesem Wahlkampf für die nächste Wahl in Bremen ziehen? Und Frau Bundeskanzlerin, Israels Ministerpräsident Netanjahu hat die Juden in Europa aufgefordert, nach Israel auszuwandern. Wie bewerten Sie diese Aufforderung? Also erstens, das war heute auch ein Thema, dass man gesagt hat, wir haben jetzt oft genug über städtische Papiere und ländliche Räume gesprochen. Da ist eigentlich alles aufgeschrieben. Jede Wahl hat dennoch ihre Besonderheiten. Ich glaube zum Beispiel, dass die Zufriedenheit mit dem bremischen Senat längst nicht so hoch ist wie die mit dem Hamburger Senat. Und ich glaube, wenn Sie die Dinge durchgehen, das haben wir ja immer wieder in der Geschichte der Bundesrepublik gesehen, wenn es keine Wechselstimmung gibt, ist es sehr schwer, dass man auch als Opposition da Fuß fassen kann. Und insofern teile ich das, was Herr Wersig gesagt hat, dass mit einer Koalitionsbildung jetzt in Hamburg, also wenn der Bürgermeister Scholz das wahrmacht, was er vor der Wahl gesagt hat, nämlich rot-grün zu machen, die Angriffsflächen mit Sicherheit größer werden, auch für eine Opposition. Bremen hat rot-grün und deshalb ist auch dort die Ausgangsposition nicht einfach. Das wissen wir aus der Geschichte der bremischen CDU, aber sie ist eine andere, als wir sie in Hamburg haben. Zweitens, was die Frage des Aufrufs des israelischen Ministerpräsidenten anbelangt, möchte ich dazu nur Folgendes sagen. Wir sind froh und auch dankbar, dass es wieder jüdisches Leben in Deutschland gibt. Wir werden seitens der Bundesregierung, aber auch seitens der Landesregierung und aller Verantwortlichen in Deutschland alles dafür tun, dass die Sicherheit jüdischer Einrichtungen, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, die jüdischer Herkunft sind, in Deutschland gewährleistet wird. Und wir möchten gerne mit den Juden, die heute in Deutschland sind, weiter gut zusammenleben. Ja, ich kann zu den Bremern natürlich wenig Tipps geben, aber wie die Bundeskanzlerin sagte, die Lage ist dort wirklich völlig anders. Wir haben nicht einen konservativ allein regierenden SPD-Regierungschef. Und Hamburg ist, glaube ich, das Bundesland, was in der Flexibilität seiner Wähler bundesweit den Vogel abschießt, wenn ich das mal so sagen darf, wenn Sie sich die Wahlergebnisse angucken, von bis neue Parteien. Das macht uns aber auch wirklich Mut für die Zukunft, weil wir eben nicht strukturell festgelegt sind,
möglicherweise wie eine SPD in Bayern, sondern weil wir gezeigt haben, dass in Hamburg etwas zu bewegen ist. Und das gibt uns eben auch Mut unter jetzt völlig veränderten politischen Rahmenbedingungen, die Oppositionsarbeit zu machen. Ja, und die Bremer haben im Grunde genommen eine ähnliche Situation. Da kann niemand mit Rot-Grün drohen. Also insofern wünsche ich den Bremern wirklich viel Glück und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass sie dort ein gutes Ergebnis bekommen werden. Herr Rinke in der zweiten Reihe. Zwei kurze Fragen an die Bundeskanzlerin, Parteivorsitzende und Herrn Wersig. Die erste Frage. Die 15,9% erklären sich ja möglicherweise nicht nur durch die fehlende Machtoption, sondern auch durch fehlende Themen. Wird die Hamburger CDU jetzt vor einem Richtungswechsel stehen, weil man einfach auf die fehlenden Themen gesetzt hat? Man hat ja gesehen, dass es eine Demobilisierung gerade in dem klassischen CDU-Wählerspektrum gab. Und Frau Bundeskanzlerin, wie erklären Sie sich den Erfolg der AfD, den Einzug erstmals in ein westdeutsches Landesparlament? Ist dafür die wiederauflebende Griechenland-Debatte verantwortlich, die wachsende Zahl von Flüchtlingen oder die mangelnde Konzeption der CDU? Also ich habe ja sehr oft auch in anderem Zusammenhang gesagt, die Themen kann man sich nur bedingt erfinden. Themen in Wahlkämpfen sind Themen, die die Menschen bewegen. Und wir haben in Hamburg erlebt, als es ein großes Thema innere Sicherheit gab, ist der Bürgermeisterrunde abgewählt worden. Damals gab es einen unglaublichen Auftrieb für eine Partei von Herrn Schill, die dann letztendlich aber auch sehr schnell wieder von der Bildfläche verschwunden ist. Und deshalb kann man nicht einfach Themen definieren und sagen, liebe Leute, habt ihr noch nicht mitbekommen, dass dieses Thema wichtig ist. Die Menschen haben Themen, die für sie wichtig sind. Und eine kluge Oppositionspartei greift diese Themen auf und eine kluge Regierung versucht, diese Themen zu besetzen und einer Lösung zuzuführen. Und deshalb sind die Wählerinnen und Wähler nach meiner Auffassung eben sehr darauf ausgerichtet, zu schauen, werden meine Themen angegangen, werden sie gelöst? Und dann kann ich nicht einfach beliebig viele neue finden und sagen, pass mal auf, das musst du aber auch wichtig finden, sondern das, was Menschen wichtig finden, kommt von ihnen selber. Deshalb haben wir auch sehr mündige Wähler. Zum Zweiten, was die AfD anbelangt, das Thema Euro kann eine Rolle spielen, das weiß ich nicht. Die Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler der AfD ist aus der Nichtwählerschaft gekommen, einige aber auch aus der CDU. Und da kann vielleicht Herr Wersig auch noch was sagen zu den Themen, die an den Ständen diskutiert wurden. Insgesamt ist die AfD zwar drin, aber gemessen an dem Potenzial auch für neu auftretende Protestparteien in Hamburg, würde ich sagen, sind die Bäume da auch nicht in den Himmel gewachsen. Ja, aus meiner Sicht zu diesen Themen, Sie spielen ja ein bisschen darauf an, ob wir jetzt eine Diskussion bekommen, muss die Union wieder konservativer werden und so diese Schwerpunktthemen. Fakt ist, dass wir in Hamburg in dem Themenfeld Kriminalität, innere Sicherheit, die Kompetenzführerschaft hatten, aber es war kein Thema in der Stadt. Insgesamt war das sowieso schwierig mit den Themen. Ich bin vom ersten Tag an damit konfrontiert worden, wie aussichtslos ja meine Kandidatur sei. Manchmal musste man sich schon mutig vorkommen, es als Oppositionspolitiker zu wagen, gegen Olaf Scholz anzutreten. Nein, die meisten Berichterstattungen gingen über die Frage, wie sieht die neueste Umfrage aus und was bedeutet das? Und ich befürchte, dass das auch mit dazu beigetragen hat, dass wir die historisch niedrigste Wahlbeteiligung haben, weil es eben nicht um Themen ging, sondern weil sich die öffentliche Aufmerksamkeit um Umfragen drehte. Zur AfD, meine Erfahrungen an den Ständen waren, dass das Euro-Thema eine Rolle gespielt hat. Der Aufkauf von Staatsanleihen war so diese erste Welle, Griechenland die zweite. Und dann hat auch das Thema die Bedeutung des Islams nach den Anschlägen eine Rolle gespielt. Beides keine spezifischen Hamburger Themen, aber es war auf der Straße spürbar. Das bewegt die Menschen und das hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass die AfD mit 6% in die Bürgerschaft eingezogen ist, was allerdings auch angesichts der Wahlbeteiligung von nur 55% kein überragendes Ergebnis ist. Es ist schade, dass wir nicht eine höhere Wahlbeteiligung hatten, aber man kann nicht davon sprechen, dass in Hamburg jetzt die Massen an Protest da gewesen wären. Allein wenn Sie mal den Vergleich 2001, 19,6% für Ronald Schill dagegen setzen. Herr Garbert in der dritten Reihe.
Ja, Frau Merkel, Sie sagten eben, dass quasi für einen Wahlkampf die Themen immer auf der Straße liegen, weil die Leute, die Wähler die Themen setzen. Vielleicht, also mich interessiert, wie Sie das einschätzen, übergreifend. Das ist ja nicht die erste Niederlage, die die CDU in Großstädten erlebt. Sie haben Papiere dazu verabschiedet, Sie haben einen Großstadtbeauftragten, der sich darum kümmert. Woran liegt das denn, dass Sie da in den Städten keinen Fuß mehr fassen können? Ich würde das so allgemein nicht sagen. Ich sagte Ihnen ja eben schon, dass in Hamburg, und nun ist es gerade mal eine Stadt, aber wenn es ein Land wäre, wäre es wahrscheinlich nicht dramatisch anders. Eine ganz ausgeprägte Persönlichkeit, Bürgermeister dieser Hansestadt ist, bei der selbst eine große Zahl der CDU-Anhänger gesagt hat, dass sie die Arbeit dieses Bürgermeisters schätzen. Und das ist ein Problem, weil die Machtoption damit sehr, sehr eingeschränkt ist. Und ob das jetzt Hamburg ist oder ob das Bayern ist oder ob das Sachsen ist, ist in diesem Falle aus meiner Sicht egal. Also ob es ein Land ist oder eine Stadt. Darf ich vielleicht auch noch mal sagen, es war die erste Legislatur von Olaf Scholz und auch das, ich habe das Amt in schwerer Zeit übernommen, 2010, 2011, das ist nicht ganz vergessen. Es ist ein längerer Weg, den die Union in Hamburg vor sich hat. Es ist aber wirklich auch ein sehr spezifischer Weg. Vor 7 Jahren hatten wir über 40%. Sie alle kennen die Vorgänge, die dazu geführt haben. Ich glaube schlichtweg, in der ersten Legislatur des neuen Bürgermeisters gab es die Wechselstimmung nicht. Wir selbst haben das erlebt 2004, nach 3 Jahren Ole von Beust, die nicht ganz einfach waren. Wir gingen mit einer absoluten Mehrheit aus dieser Wahl heraus. Die Hamburger geben gerne eine zweite Chance. Herr Köhr. Jetzt hat sich die FDP in Hamburg wieder zurückgemeldet, die Partei, die Sie mal als den natürlichen Koalitionspartner der Union bezeichnet haben. Wie erleichtert sind Sie darüber? Wie sehr freut sich Sie dieser Erfolg? Naja, ich habe es ja auf dem Parteitag am Ende des letzten Jahres auch gesagt, dass ich glaube, dass wir die FDP nicht vorschnell aufgeben sollten. Und die FDP hat in Hamburg gezeigt, dass sie wieder in der Bürgerschaft vertreten ist. Und insgesamt freut mich das. Und mal davon abgesehen, dass ich mir für uns ein besseres Ergebnis gewünscht hätte, kann ich nur sagen, es ist sicherlich für die FDP eine gute Erfahrung. Herr Mainz in der dritten Reihe. Also wenn ich sage, es freut mich, ist es doch schon ein weitgehendes Statement. Und dass es für die FDP eine gute Erfahrung ist, das hoffe ich doch. Jetzt Herr Mainz in der dritten Reihe. Ist denn in Hamburg auch das Kalkül der SPD aufgegangen, vermehrt auf Wirtschaftskompetenz zu setzen? Die Werte für Olaf Scholz waren ja eindeutig. Und sind Sie auch zufrieden mit der Kompetenz Ihres eigenen Wirtschaftsministers? Meinen Sie jetzt von Herrn Gabriel oder wie? Ja, na, warum soll ich nicht zufrieden sein? Klar, bin ich zufrieden. Aber Olaf Scholz hat eine Alleinregierung geführt, also er hatte eine absolute Mehrheit. Und es ist nicht gelungen, das muss man auch sagen, bei aller Freude der SPD, die ich ja auch verstehe, diese absolute Mehrheit wieder zu erreichen. Das heißt, es wird ein Koalitionspartner gesucht und deshalb wird es nicht leichter werden, wenn Herr Scholz die Versprechungen wahrmacht, die er im Wahlkampf getätigt hat, wenn es nicht reicht, dass er sich dann für die Grünen entscheidet, das in gleichem Umfang auch aufrechtzuerhalten. Ich habe jetzt noch 2 Wortmeldungen und müsste danach auch schließen wegen Anschlussterminen. Herr Rieker in der letzten Reihe. Bundeskanzlerin, ja. Könnten Sie auch was sagen zur aktuellen Lage in der Ukraine? Ist der Waffenstillstand gescheitert oder droht er zu scheitern? Die Lage ist fragil. Das war sicherlich gerade im Blick auf die Balzewo auch nicht anders zu erwarten. Dennoch appelliere ich und alle anderen, wir haben ja gestern auch dazu wieder Telefonate geführt, daran, dass alles daran gesetzt wird, diesen Waffenstillstand zu erhalten. Und da, wo er oder einzuhalten besser. Und da, wo er eingehalten wird, hat man ja auch, wie ich fand, gestern sehr berührende Bilder gesehen von Menschen, die froh sind, wenn sie mal wieder rausgehen können und keine Angst zu haben brauchen. Und das sollte uns leiten bei der gesamten
Arbeit der nächsten Tage, aber es war immer klar, dass da noch sehr, sehr viel zu tun ist. Und ich habe auch immer gesagt, dass es keine Garantie gibt, dass das, was wir uns vorgenommen haben, gelingt. Das ist ein extrem schwieriger Weg. Herr Leithäuser. Frau Bundeskanzlerin, ich möchte noch mal zurück zur Hamburg-Wahl und den Lehren. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie ja gesagt, man soll nicht zu sehr am Mythos oder der Idee dieser modernen Großstadtpartei kleben. Und Herr Wersig ist in Hamburg ja sicherlich auch ein Vorzeigekandidat dieser Idee einer modernen Großstadtpartei gewesen. Geht es also dann eigentlich für die Partei künftig darum, eine Art Personalmanagement zu verbessern, um auf Kandidaten zu achten, die jeweils als Gegenbild zu den Amtsinhabern besser wahrgenommen werden? Ich sage nochmal, Sie haben es ja eben selber gesagt, Herr Wersig ist sicherlich im Blick auf das, was man sich in programmatischen Diskussionen unter einem idealen Kandidaten vorstellt, ein gutes Beispiel. Und trotzdem ist das Ergebnis so, wie es ist. Und das muss auch nicht an dem Kandidaten liegen. Wir haben heute darüber gesprochen, jemand wie Christian Wulff ist auch dreimal angetreten und hat zweimal gegen Gerhard Schröder verloren und dann gegen einen Dritten gewonnen. Und insofern ist die Frage, ob jemand gut ist. Wenn der Amtsinhaber keinerlei Fehler macht, ist die Machtoption sehr klein. Und deshalb muss man eben langsam auch deshalb muss man manchmal auch einen langen Atem haben. Und deshalb ist mir so wichtig, dass die Hamburger CDU heute erklärt hat, dass sie diese Aufbauarbeit gemeinsam fortführen will. Und das gilt für Markus Weinberg als Vorsitzender genauso wie für den Spitzenkandidaten Dietrich Wersig. Und wir werden sie dabei unterstützen. Damit schließe ich die Pressekonferenz. Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.